Einen wunderschönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen zu den Werkstatt-News und herzlich willkommen bei Neisse 36. Ja, im Hintergrund kann man es erkennen. Ich wäre nicht der Nice Eis, wenn ich nicht jedes Jahr einmal etwas umräume und umstelle. Das zeige ich euch im Detail. Ich wollte eigentlich am Mittwoch schon ein Video machen und ich wollte am Donnerstag ein Video machen. Heute ist Freitag. Der 7.1. Ich hatte jetzt 2 Tage frei. Wir sind ganz einfach in der Firma, in der ich momentan... Moment. Die Szene wird nie wieder gezeigt, ja? Wir sind in der Firma, wo ich momentan arbeite, dem Zeitplan voraus. Folgedessen haben wir momentan keine Arbeit. Dann werden wir schauen, wie es ab Montag dann ist. Und ja, das sollte dann laut Auskunft die letzte Woche sein. Und dann bin ich wieder hier in der Werkstatt. Gut, als allererstes, danke für den Hinweis, Honda CB650 Blinker vorne Position. Das ist anscheinend falsch, aber ich wüsste nicht, wo ich sie sonst montieren kann und das zeige ich euch jetzt. So, die Blinker habe ich ja hier abgebaut. Jetzt schaut euch mal den Blinkerhalter an. Der ist hier gedreht, leicht. Und wo soll ich jetzt hier den Blinker befestigen? Ich habe hier Verschraubpunkte, ich habe da Verschraubpunkte, hier und hier. Aber der Blinker ist waagrecht. Das heißt, ich müsste den Blinker jetzt nach oben drehen, hier nach oben drehen, dass der Halter so steht und nicht mehr so. Dann könnte ich ihn hier montieren. Ich habe hier keine Möglichkeit außer hier drunter. Ja, aber wo komme ich dann mit dem Arm hin? Dann müsste der Arm hier hinten raus oder hier vorne raus. Das heißt, der Blinker würde hier schräg stehen. Also es ist auch von unten kein Verschraubpunkt zu sehen, außer die eingesetzten Gummis hier. Ja, ich wüsste nicht, wie ich die Blinker montieren soll, außer dass das hier komplett der falsche Halter dafür ist. Ja. Puh. Was soll ich tun? Also die Blinker werden hier bleiben, vorausgesetzt, ja, vielleicht möchte der Armin ja doch kleinere Blinker haben, aber die im Gesamtbild passen die dann halt dazu. Ja. Also hier habe ich keine Möglichkeit, die Blinker zu montieren. Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser, gut, viel besser. Und dann das Nächste. Ich habe ja umgestellt, wie man ja gesehen hat, so aus dem Augenwinkel. Mein Problem war, wo und wie mache ich das mit meinem Ultraschallgerät? Ich habe ja jetzt auch die große Waschwanne, die ich da hinten im Eck stehen habe. Und was ich damit angestellt habe und was ich mir da habe einfallen lassen, das zeige ich euch jetzt. Ich habe ja jetzt hier meine Waschwanne. Ich habe auch hier vom kleinen 10 Liter diesen Pinsel, den werde ich noch montieren. Ja. Und da unten ist jetzt mein Ultraschallgerät, nicht in der Mitte, das könnte ich jetzt noch in die Mitte stellen, aber ich habe mir hier einen Auszug gebaut. Ja. Das hält also soweit. Das Ultraschall ist noch gefüllt. Wie man sieht, Wasser drin, dreckige Brühe, weil ich da Motorteile und so weiter zuerst ultraschalle. Und das habe ich so gemacht, weil ich hier drüben ja, den Ablasshahn habe, was ja das Gerät nicht hat. Jetzt kann ich das bedienen, ich kann es hier füllen, den Deckel kann ich abnehmen, kann den dann gleich reinlegen, dann kann nichts passieren. Ja. Dann einschalten und einfach zurückschieben. So, mit dem Kabel muss ich mir noch was einfallen lassen. Steckdose habe ich ja da oben. Und ja, das ist es. Quietscht nichts, habe ich geschmiert. Und obligatorisch natürlich, damit jeder weiß, was Sache ist. Powered by Nice Eyes 36. So, hier steht dann der Schrank, der vorher im anderen Eck stand.
Und jetzt kommen einige sicherlich auf die Idee, Himmel, so nahe am Ofen. Der Ofen brennt schon seit 3 Stunden, gute 3 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr. Ich kann hier locker dazu fassen. Ich kann ja mal die Temperatur messen. Nur weil es ja Leute gegeben hat, Thema, also Bodentemperatur 15 Grad, 19 Grad hier vorne. Und hier haben wir 39 Grad an der Seitenwand. Und die Seitenwand vom Ofen hat 138 Grad. Das Ofenrohr 153 Grad. Und an der Scheibe vorne haben wir 423 Grad. Ja. Also da ist keine Gefahr, dass das Ding abfackelt. Und sollte es dennoch irgendwie mal zu warm werden, werde ich mit der Hitzefolie, Auspuffhitzefolie, die gibt es beim Lewis, für ein paar Euro da hinten dran kleben, dann wird die Wärme reflektiert. Gut, wie geht's denn weiter? Man hat ja gesehen, dass die Werkbank, die ja vorher da stand, wo der Waschzuber jetzt ist, ich habe mir hier meine Presse hingestellt, ja, die kann ich hier jetzt also ganz locker bedienen. Das ist der Heizkörper, der über Nacht rennt. Da habe ich immer so 7 Grad plus hier drin und nicht mehr Minusgrade. Ich habe euch ja den Eimer gezeigt. Ja, und die Werkbank steht jetzt hier. Hier ist die Ständerbohrmaschine, die auch wunderbar funktioniert. Läuft bloß zu langsam, aber das macht nichts. Und dann habe ich mich in Unkosten gestürzt und nochmal einen Tisch, eine Werkbank gekauft, da unten wieder am Brett rein, obligatorisch. Der Sessel muss mal zur Seite. Den habe ich vor, immer hier hinzustellen. Hier habe ich so ein dieses braune Regal, was vorher irgendwo stand. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das Ganze stand. Ja. Ja, also Werkbank, wozu? Ganz einfach, hier ist ja zweiter Arbeitsplatz und da wird die BMW zerlegt, weil das ist das nächste an News, was kommt. Na, eben kurz eine leere Ölkanne weggeworfen. Ja. Ja, hier diese schöne BMW, da machen wir doppelte Arbeit, das heißt, die BMW wird jetzt komplett zerlegt. Sand gestrahlt und neu lackiert. Das heißt, es wird keine Restauration, es wird ein Neuaufbau. Warum ein Neuaufbau, das klären wir gleich. Ich möchte zuerst mit der Werkstatt fertig werden. Ja. Gut, also hier hätten wir, wie gesagt, dann Bohrmaschine, hier hätten wir dann die Presse. Hier steht nochmal so ein Schubladenschrank. Da habe ich jetzt Waschzuber mit Stromanschluss, der hohe Schubladenschrank, der vorher da hinten im Eck stand. Und hier steht jetzt der weiße Schrank. Warum habe ich da den weißen Schrank hingestellt? Deswegen, wegen dem hier. Ja, hier war immer, dadurch, dass man durch die Türe hier noch locker reinkommt, ja, da ist der Griff, das ist die Tür. Da konnte man immer locker reinlaufen und hier war halt das ganze Gerümpel gestanden. Steht jetzt auch wieder Gerümpel, aber 80% davon ist Schrott. Das werde ich noch entsorgen. Altöl muss ich noch wegbringen. Und deswegen habe ich gesagt, um das zu verhindern, machen wir hier jetzt. Hier, Moment, einmal nochmal zur Erklärung. Hier, da stand ja diese Werkbank, diese da, und aus der habe ich jetzt ein Regal gemacht. Ich habe sie ganz einfach in der Tiefe verkürzt und als zweistöckiges Regal. Da liegen jetzt immer noch oder liegen jetzt die Teile der CBF 1100F, der SC64, wo ich jetzt auch die Gaszüge endlich bekommen habe. Die wurden wahrscheinlich extra für mich produziert, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass die 3 Wochen
gebraucht haben, um die mir zu liefern. Original Suzuki, keine Nachbauten, sondern Original Suzuki. Hier dann noch den zweiten Tisch, weil Schubladenschrank meinte ich. Obendrauf mein Helm, weil ich ganz einfach nicht wusste, wo soll ich mit dem Ding auch noch hin. Ja. Ja, und hier dann so eine kleine Batterieladestation, beziehungsweise zum Batterieladen. Batterien habe ich beschriftet. Honda Transalp, Suzuki GS, Blue Devil und dahinter eine als Reserve. Dann im vorderen hier neue Batterie, 12 Amperestunden Batterie für die Honda CB650. Ja, die 6 Volt Batterie von der BMW ist noch eingebaut. Ja, soweit, so gut. Ein Haufen leere und teilgefüllte Ölkanister mit Altöl, die ich dann noch entsorgen muss. Und diesen großen 20 Liter oder 25 Liter Kübel werde ich dann umschütten in die 4 Liter und werde die dann immer mal wieder zur Entsorgung bringen. Ja. Ja, und hinterm Vorhang ist alles noch beim Alten, zeige ich euch nicht, da herrscht das totale Chaos. Jo. Liebe BMW. Ja. Ihr Lieben, ich habe mit dem Christian darüber geredet. Wir werden also, wie gesagt, die komplette Maschine zerlegen. Rahmen geht zum Sandstrahlen, wird dann neu lackiert. So wie alle anderen Bauteile ebenso neu lackiert werden. Jetzt kommt die Erhaltung der Patina-Fraktion. Die Patina muss unbedingt erhalten bleiben. Ja. Ich sage es euch nochmal. Ich komme vom Fach, ich habe das gelernt, ich bin Diplom-Fachwirt für Fahrzeugrestauration. Ich bin auch dafür, eine Patina zu erhalten, wenn man sich denn um die Patina kümmern kann. Und das ist das große Problem an der ganzen Geschichte. Der Christian ist zeitlich sehr eingespannt. Und die Maschine wird 6-7 Mal im Jahr gefahren. Das ist ja ein Erbstück. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, war es der Großvater. Aber da nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Es ist ganz einfach. Es ist ein Erbstück und das Erbstück soll erhalten bleiben. Aus dem Grunde geben wir uns ja die ganze Mühe und aus dem Grunde machen wir das Ganze ja. Hier stecken Unsummen an Euros schon drin und es werden noch Unsummen an Euros dazukommen. Lasst mal so ein Motorrad lackieren, ja, da werdet ihr einige Euros los. Warum also nicht die Patina erhalten? Um die Patina zu erhalten, muss man sich drum kümmern und da muss man sich heftig drum kümmern. Ja, da geht es nicht nur, dass man hier irgendwie in Klarlack oder sowas drüber zieht und das Ding bleibt dann so. Nee, dem ist nicht so, sondern das ganze Ding muss versiegelt werden. Und diese Versiegelung muss permanent erneuert werden. Dann muss regelmäßig geputzt werden, was sowieso der Fall ist. Ja. Sie muss gepflegt werden, es müssen Roststellen nachbehandelt werden. Man hat da bei einer Patina-Erhaltung immer was zu tun. Und die Gefahr ist sehr groß, dass an versteckten dass in versteckten Bereichen der Rost ganz einfach weiter wandert. Ja. Und der Allgemeinzustand der Maschine ist, ja, er ist erhaltenswert, das auf jeden Fall. Die Technik werden wir ja in den Griff kriegen, aber die Optik, an die müssen wir jetzt ran, die ist ganz einfach, ja. Ich habe es gesagt, die Patina muss erhalten werden und das muss regelmäßig passieren. Ja, da gibt es ja Mittel wie Ovatrol und sonstige Geschichten. Ich bin kein Freund der Patina-Erhaltung, weil der Zustand in den meisten Fällen verschlechtert sich der Zustand. Ja? Weil man ganz einfach verpeilt hat, nachzuschauen und dann wird es schlimmer und dann muss man wieder ran. Man ist permanent dran, das Ding zu zerlegen und die Patina zu erhalten. Ja? Und das kann es nicht sein. Wir werden sie einmal richtig machen, dann hält die nächsten, ich weiß nicht, wie alt ist sie denn, 50, 60, 70 Jahre rum müsste sie jetzt bald werden. Dann macht die dieselbe Zeit von der Optik her nochmal mit.
Ja? Das heißt, wir werden das schwarz lackieren, was die Linierungen und den Originalzustand, also die Maschine wird nicht restauriert. Das sage ich nochmal. Moment. Ich habe hier gerade technische Probleme mit meinem Mikrofon. So müsste es, glaube ich, gehen. Eine Restauration sprengt jeden Rahmen. Ja? Das heißt, da werden Arbeiten ausgeführt, die kann man sich im Normalfall gar nicht vorstellen. Ne? Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir machen einen Neuaufbau, bringen sie wie vorher schon gemanagt und vorher schon besprochen technisch auf einen hervorragenden Zustand. Optik werde ich mir Mühe geben, die Lackierung werde ich vermutlich selbst machen in unserer Lackierkabine, sobald die Temperaturen das zulassen. Ne? Also ihr dürft gespannt sein, die BMW wird also nochmal das Heck, also sie wird komplett zerlegt, der Motor kommt raus, der Rahmen und eventuell den Tank und Gabel eventuell auch. Das muss ich mir anschauen. Die Kleinteile werde ich selbst sandstrahlen und den Rest lassen wir einer Firma machen. Kostet dann halt 250, 300 Euro, schätze ich mal, aber dafür ist es dann richtig gemacht und ich sehe dann den Zustand des Grundmaterials und kann dann darauf aufbauen. Dann werden wir ein paar Beulen rausdengeln vorne und so weiter und so fort. Und je nachdem, was dann halt nachher an Budget noch vorhanden ist, werden wir auch schauen, dass wir sichtbare Teile neu verchromen lassen oder was auch immer. Wir werden es sehen. Ich werde mir da auf jeden Fall Bilder anschauen und so weiter und so fort. Genauso wie bei der Honda CB650, nachdem mir gesagt wurde, die Blinker sind an der falschen Position. Ja, das ist richtig. Die sitzen normalerweise unten an der Gabelbrücke, aber ich habe überhaupt keinen Plan und keine Ahnung, wie die dort zu montieren wären. Weil ich unterhalb ganz einfach nichts mehr habe an der Honda, wo ich sagen würde, die Blinker gehören dahin. Sind das jetzt andere Blinker, die vorne drauf sind? Waren die mal hinten? Oder wie auch immer, keine Ahnung. Mir gefallen diese hängenden, so halb, Katzenohren sind es ja nicht, Katzenohren stehen ja nach oben. Wie der liebe Martin vom Zamsch-Channel ja immer sagt, ja, die lassen sich halt ordentlich hängen. Und das ordentlich hängen lassen gefällt mir irgendwie nicht, aber das ganze Ding ist oben Gummi gelagert und aus diesem Grunde einfach nicht so hinzubekommen, wie es eigentlich sein sollte. Ja, ihr Lieben, kleine, wie sagt man? Überraschung. Überraschung oder, jetzt fallen mir die Worte nicht ein. Wie drückt man das jetzt aus? Unverhofft kommt oft. Unverhofft kommt oft. Ich darf vorstellen, meine Göttergattin, die Gundi. Stell dir vor, ja. Die Gundi, kleinen Besuch gemacht, ein bisschen geredet. 18 Uhr gleich. Nochmal Feierabend. Ja, also ihr seid auf dem Laufenden. Der Nice Ice hat seinen jährlichen Umbau wieder hinter sich. Jetzt sollte fürs Rest vom Jahr wieder Ruhe sein bis nächstes Jahr. Geplant ist nichts, aber unverhofft kommt oft. Das war's, glaube ich. Unverhofft kommt oft? Nein, ist egal. Egal. Und wir haben über die BMW geredet. Wir haben über die Honda CM650 geredet. Batterien werden geladen für die Blue Devil, für die Transalp. Kajiva ist geladen. News vom Markus, seiner Triumph 1200 läuft gut. Allerdings hinten der Heckdämpfer, der hat anscheinend das Zeitliche gesegnet. Wir kriegen da keine Zugstufe mehr zusammen. Die wird entweder knüppelhart oder butterweich und dazwischen gibt es nichts. Und vor allen Dingen, sie macht die gleichen Geräusche wie bei der Honda Africa Twin, die wir ja hatten mit dem defekten Dämpfer. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Mir würde jetzt auf die Schnelle nichts mehr einfallen. Aus dem Grunde machen wir jetzt Feierabend und ich sage herzlichen Dank für euren Daumen nach oben und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare hier unten im Kommentarfeld.
Im rechten Eck haben wir mal die letzten Werkstatt-News raus und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann bleibt ihr auch auf dem Laufenden und YouTube schlägt euch auch weiterhin unsere Videos vor. Jo. Jetzt kommt's. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Schauen wir mal. Bleibt uns nichts weiter zu sagen als bleibt uns gewogen. Führt euch. Baba. Na, da muss dazwischen immer noch ein bisschen eine Pause sein. Ja. Muss man heute erst lernen. Genau.